Okay, weiter geht's. Kichakakapus. Frost? Hey, schaut euch nur so ein niedliches kleines Gesichtchen an. Er sieht wirklich genauso aus wie eine leckere Esskastanie. Fängt das jetzt schon wieder an? Kommt schon, lasst mich in Ruhe. Er ist doch nur ein kleiner Tropf. Ein Menschlein mit Kastanienkopf. Oh, das reimt sich ja. Hahaha. Hört auf, ihr solltet euch bei eurer Seite entschuldigen. Was denkt ihr denn, wo ihr seid? Wie kommt ihr darauf, dass ihr uns sagen könnt, was wir zu tun haben? Wisst ihr, diese Bande streunt schon den ganzen Tag durch den Naniverland. Die führen nichts Gutes im Schilde. Sagt jetzt bloß nicht, dass ihr diese Alien-Sonderlinge seid. Aliens? Wir? Ihr steht ja völlig auf der Leitung. Ah, interessant. Er beschreitet es. Genauso würde jemand ganz Bestimmtes auch reagieren. Mädchen, glaubt, du brauchst Schwanz im Gesicht. Und zwar Aliens. Seit Aliens. Und du musst deine Brille wegnehmen. Seit Aliens aufgetaucht ist, kommen immer mehr weniger Besucher nach Naniverland. Es ist kurz davor, pleite zu gehen. Wenn dieser Ort schließt, wo sollen wir dann rumhängen? Oktopus essen und gut aussehen. Gut aussehen? Wir werden euch Aliens auf den Fußballplatz zählen. Und euch dort zeigen, wo es lang geht. Was haltet ihr davon, hm? Warte, du willst auf dem Fußballplatz aufzahlen? Genau, so ist es. Wir sind schließlich aus. Das weltberühmte. Einen Trommelwirbel bitte. Osaka, Triple C-Team. Die würde ich knallen, die anderen nicht. Triple C? Charmant. Schick. Und cool. Charmant, schick und cool. Das sind wir. Und wir siegen fort mit dir. Eine für alle und alle für eine. So stark wie wir ist sonst keine. Das ist die Triple C-Hymne. Ich habe sie selbst komponiert. Also gut, die Mädels und ich sind bereit, euch eine Fußballlektion zu erteilen. Und wenn ich bereit sage, dann meine ich fast bereit. Könnt ihr noch einen kurzen Moment warten? Was? Das meint ihr jetzt nicht ernst? Ihr habt wirklich keine Ahnung, oder? Eine echte Dame von Welt braucht eben ihre Zeit, um sich vorzubereiten. Habt Geduld, Jungs. Es lohnt sich, auf uns zu warten. Also los, diese Mädchen sind ja völlig abgedreht. Also ich glaube, wir sollten uns dann auch vorbereiten. Sobald wir fertig sind, sollen wir ihnen einfach Bescheid. Habe ich alles... Ach, diese Mädels regen mich auf. Hier alles ist geheilt. Wir gehen mal ein bisschen zocken. Fertige, ja, einverstanden. Ja, lass das Spiel beginnen. Jetzt pulle ich euch den Schlappen mal richtig die Fresse. Naniverland. Geiler Fußballplatz auf dem Parkplatz. Also, das ist doch. Ich habe euch gesagt, dass ihr nicht unnötig auffallen sollt. Und jetzt. Und ihr macht so etwas. Allzeit. Nur weil du noch nie Schokolade von einem Mädchen bekommen hast, musst du jetzt nicht anfangen, mich zu mopsen. Aber so war das doch gar nicht. Nur weil wir so süß sind, lassen wir uns nicht lange alles gefallen. Genau, ihr könnt nicht einfach einem Mädchen Schokolade klauen. Das lassen wir euch nicht zu. Bitten, hast du das alles aufgegessen? So richtige Pep-Situation. So, Schokolade aufessen? Wo ist die Schokolade hin? Oh. Schick, cool und charmant war das? Oder charmant, schick, cool? Ich weiß nicht mehr. Diese Bildschirms kann mich mal. Aufstellung. Das Mittelfeld, das muss dahin. Mittelfeld, Stürmer, Verteidigung. Das ist eigentlich von den Garten eigentlich richtig gut. Ach, ich nehme ihn mal kurz rein, um mal zu testen. Und weiter. So. Ich gebe mal mit dem Creeper einen. Bisschen leveln schadet ja auch nicht. Mal sehen, ob das jetzt was bringt.
What the fuck? Tor! So schnell? Vorwärts, Raimon! Ey, das war richtig simpel. Aber ich hab eine reingelassen. Okay, weiter geht's. Ich wurde wieder mal gestört. Ach, wir glitschen einfach mal. Mondseite. Grätschen. Komm, durchsetzen. Das war jetzt dämlich. Hab ich den Ball? Es kann nicht sein, dass ich jetzt etwas zu stark bin, oder? Braucht ihr den? Ist sowas eher in einem Fußballspiel eigentlich erlaubt? So Bombe, so ein bisschen terroristenmäßig sein. Das ist ein bisschen übertrieben, wenn man das so anschaut. Ich gebe ihn wieder mal mit den Parker eine. Ich muss auch die Spezialattacken hier leveln. Was? Wieso ist die jetzt dahinter? Grätschen wir mal. Komm. Ewige Eiswind. Ach, ich liebe diese Attacke. Die sieht immer so geil aus. Krallenschlitzer. Hey, werde ich ja bloß nicht übermütig. Was hat das für eine behinderte Attacke? Grätschen wir. Oh nein. Wir gehen mal wieder mit eiligen Eisen und Eiswind. So, ich hoffe die TP von ihr gehen auch mal ein bisschen runter. Blütenhüter. Wie einfach Tor! So stumpf nach hinten geguckt hat und bemerkt hat, oh, der geht doch wirklich rein. Was für ein Tor. Ich habe einen reingelassen. Ist halt so. Irgendwie muss ich bisher nicht so viel machen. Ländertanz? What the fuck? Phase von dem muss jetzt auch vorbei sein. Wie viel? Naja, was hast du erwartet? Komm schon, jetzt nicht aufgeben. 50-50? Ah, okay. Grätschen. Hat man eigentlich sowas einsetzen? Die Bombe hat sowieso schon übertrieben. Grätschen. Ich halte mal den Ball jetzt so lange, wie es geht. Postball. Die Attacke hat er so von alleine gelernt. Ich habe nichts damit zu tun gehabt. Wollte ich nur kurz anmerken. Ich hoffe, der geht auch rein. Ey, wie stumpf das ist. Tor! Tolles Tor! Ich schick die irgendwie einfach.
Obwohl das jetzt irgendwie Bossgegner sind, irgendwie fick ich die irgendwie. Komm durch, DP7-Streich. So. Ja klar, nur weil er Skinhead ist. Durchsetzen gegen die kleine Frau mit großen Lippen. Ja, Terroristenanschlag wieder. Ah, immer diese kleinen Terroristen. Der Turm. Ballonball. Willst du mich verarschen? So, ich hab den Ball jetzt. So. Komm. Wir schießen einfach mal so. Okay. Hä? What the fuck? Durchsetzen. Was ist das für eine hässliche? Hat sie mir gerade in die Knie getreten? Die haben mir echt jetzt in die Knie getreten? Das fasse ich jetzt nicht. Game ist sowieso jetzt vorbei. Rätschen. Komm. Schießen die einfach mal. Wir haben sowieso gewonnen. Der nächste sitzt. Und ist das Spiel vorbei. So locker hochgenommen. 3-0 auch noch. Der Sieger ist uns. Der Sieger ist uns. Oh nein, ich hasse euch. Ich hasse es zu verlieren. Ende. Gelände. Neue Spezialattacken. Vulkanblocker. Drachenwirbel. Okay. Und was noch? Welch ein Schoko! Ich kann es nicht fassen, dass wir verloren haben. So etwas macht mich krank. Ihr habt uns da draußen das Leben wirklich schwer gemacht. Nein. Und wir sind das Team, das Jimmy Storm besiegt hat. Erinnert euch. Wartet mal eine Minute. Das bedeutet, dass Jimmy Storm mit Türke ziehen in derselben Liga spielt? Ihr habt es nur geschafft, so stark zu werden. Ha! Aus uns ist nichts herauszukriegen, stimmt's, Zoe? Zoe, was ist los mit dir? Jetzt kommt ein Ereignis. Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn endlich gefunden, meinen hübschen Prinzen. Oh, wie sehr ich von diesem Tag geträumt habe. Was? Erik ist dein Prinz? Erik, was für ein wunderschöner, magischer Name. Ich denke, er ist der Richtige. Du denkst, er ist der Richtige? Du hast ihn gerade erst getroffen. Das Schicksal hat mir die Liebe meines Lebens geoffenbart. Das stand schon in den Sternen. Im Ernst, das stimmt, ich kann es beweisen. So, ich hole ein zerlesenes Magazin hervor. Stern und Liebe. Sonderausgabe. Hier ist mein Horoskop. Heißt es, dass ich meinen hübschen Prinzen treffen würde. Dieses Gesicht, diese Aktien, davon habe ich schon immer geträumt. Ein hübscher Prinz? Komm schon, Zoe. Wir sehen uns im nächsten Part. Okay, weiter geht's. Komm schon, Zoe. Hör auf damit. Die sind von der Alice Academy schon vergessen? Nein, er ist nicht wirklich von einer von ihnen. Er wurde von ihnen benutzt. Oh, Liebling, es ist so tragisch, was sie dir angetan haben. Liebling? Oh, es geht schon wieder los. Zoe hat wieder ihre 5 Minuten.
Sie hat sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Egal was wir sagen, sie wird nicht zuhören. Oh Schatzi, oh Liebling, du wolltest mehr über diese Geheimnisse unseres Fußballs wissen, stimmt's? Nun, es gibt schon etwas wie einen geheimen Freizeitpark, der unter dem Naniva-Land versteckt ist.